Spätestens dann, wenn eine künstliche Intelligenz einen Fotowettbewerb gewinnt, ist der Moment gekommen, auszurasten. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Und heute soll es um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Also wenn ihr im Fotobereich unterwegs seid, habt ihr das eventuell auch mitbekommen, dass eine künstliche Intelligenz oder beziehungsweise ein Bild, was mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde, einen Fotopreis gewonnen hat. Tatsächlich können wir auch sagen, dass es wirklich ein wunderschönes Foto ist. Also ich finde es wirklich auch sehr, sehr cool. Und jetzt gibt es ja überall lang und breit die Diskussion, ob künstliche Intelligenz das Ende der Fotografie ist und ob jetzt plötzlich alle arbeitslos sind und so weiter und so fort. An der Stelle möchte ich mich aus der Diskussion bewusst rauslassen und das Thema so ein bisschen ändern auf, wie setze ich denn künstliche Intelligenz bereits jetzt schon in meinem Alltag als Fotografin um und möchte euch da zwei, drei Sachen zeigen, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Und deshalb los geht's. Das ist also ein riesen Ding, was ich praktisch nicht mehr missen möchte und jedes Mal benutze, wenn ich Bilder bearbeite, ist in Lightroom die Möglichkeit, verschiedene AI-Masken einzusetzen. Und was soll ich sagen, das ist einfach das Allernicesteste. Ich möchte es nie wieder missen. Es macht extrem viel Spaß, es ist extrem praktisch und deshalb möchte ich das euch kurz zeigen. Also schauen wir jetzt mal hier auf meinen Bildschirm. Hier haben wir die Lolita-Bilder und von denen gibt es auch bald ein YouTube-Video auf diesem Kanal, nur dazu mehr Informationen später. Und deshalb schauen wir uns mal kurz hier an. Also hier haben wir das bearbeitete Bild. Hier hätten wir die Vorher-Version, also man sieht, es ist schon ein dezenter Unterschied. Ich habe das versucht, so farblich ein bisschen besser anzupassen. Ich habe hier nochmal das Bild einfach plain. Und ich kann jetzt hier wirklich, also wenn ich hier auf die Masken gehe, erkennt er mir auch die Person. Wenn es mehr Personen sind, erkennt das ebenfalls mehrere Personen. Also es ist ziemlich cool, ihr könnt aussuchen, welche Person ihr anklicken wollt. Und ich hätte jetzt gerne aber den Hintergrund. Genau. Und dann kann ich fröhlich nur am Hintergrund rumbasteln, wenn ich möchte. Was ich auch in letzter Zeit öfter mache, ist die Person und zwar nur die Haut. Bodyskin, Facial Skin und dann mache ich mir nochmal eine Maske und da mache ich praktisch ein bisschen weniger Kontrast und ein bisschen weniger Klarheit. Und ich finde, das macht die Haut noch mal ein bisschen weicher. Wie man das natürlich macht, ist Geschmackssache, aber die Sache ist einfach dieses so einfach, es geht so schnell und man kann so schnell einfach dann noch mal rumwurschteln. Und natürlich kann man hier über alle Sachen hinweg arbeiten, aber dann auch noch mal in die Masken reingehen oder jederzeit neue Masken erstellen. Was auch mega cool ist, wenn ihr die Einstellungen auf das nächste Bild übertragt, nimmt natürlich Lightroom nicht die alte Maske von dem alten Foto, sondern macht eine neue Maske von der Person, dass es natürlich wieder alles stimmt. Und damit kann man natürlich super gut arbeiten und dann den Style und den ganzen Rest sehr gut übernehmen. Was ich hier auch richtig cool fand, ist dieser Look so Studio Ghibli-mäßig. Und das habe ich gemacht dadurch, dass ich hier einfach den Hintergrund nochmal extra ausgewählt habe und hier die Klarheit niedriger gemacht habe. Genau, und es gibt so diesen Glowy-Effekt, wie ihr seht. Und das finde ich richtig spannend, das hat so einen richtigen Retro-Effekt, kann ich nur empfehlen. Wollte das aber nicht auf dem Vordergrund haben und konnte das so innerhalb von Sekunden machen. Und früher hätte mich das so viel Zeit gekostet. Also kann ich nur sagen, die Lightroom AI-Masken sind eine richtig, richtig gute Sache. Das kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns doch einfach mal eins von diesen Bildern hier und öffnen das in Photoshop. Also wir öffnen das nicht in der aktuellen Photoshop-Version, sondern in der Photoshop-Beta. Und wenn ihr irgendwie ein bisschen was mit Fotografie oder mit Bildbearbeitung zu tun habt, habt ihr natürlich schon von der Photoshop-Beta-Version gehört, die ganz viele abgefahrene, geile, neue Funktionen hat. Okay, also ich habe jetzt hier mein eines Lolita-Bild wieder geöffnet. Und was ich jetzt zuerst einfach mal mache, ist, ich mache einfach mal mein Bild größer und guck mal, was mir Photoshop hier Lustiges anbietet. Dazu maskiere ich einfach die Bereiche, die ich füllen will und drücke dann auf Füllen. Und wenn ich hier keinen Text eingebe, dann füllt er einfach automatisch. Und dann passiert Folgendes. Ja, ist schon ziemlich cool. Wir kriegen dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt könnte ich zum Beispiel dieses Bild einfach für ein anderes Format benutzen. Keine Ahnung, als Banner oder so weiter und so fort. So, also was ich jetzt ausprobieren würde, ist, dass ich einen Grasboden mache. Und was das Spannende daran ist halt, dass ich praktisch neue Inhalte generiere und sich das Photoshop das Bild anguckt und daraus was Neues macht und nicht einfach wie zum Beispiel bei automatischem Füllen sich versucht aus dem Bild was rauszunehmen, sondern die Inhalte werden analysiert und anhand dieser Analyse gibt es dann neue Inhalte. Zauberei von künstlicher Intelligenz. Ich finde diese
Bodenfunktion eher so okay. Aber wie auch immer, ich kann auf jeden Fall den Boden ändern, wenn ich das möchte. Um nochmal auf das Ding zurückzukommen vom Anfang, also ich habe ja das einfach erweitert und kann jetzt natürlich das einfach für ganz viele verschiedene Sachen einsetzen. Das ist, glaube ich, so das, wie ich es gerade am meisten benutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild irgendwie in ein Layout einfüge und es ist einfach nicht hoch genug oder nicht breit genug, ziehe ich es einfach kurz breiter und das ist erledigt. Und für mich ist das ein ziemlich guter Use Case. Wir können jetzt aber nochmal ganz kurz aus Interesse gucken, was das alte Photoshop denn so gemacht hätte. Jetzt gehe ich mal einfach hier, wähle das gleiche aus wie vorher, gehe hier auf Fill und sage Content Aware und guck mal, was Photoshop da so wurschtelt. Boah, das geht ewig. Das geht ebenfalls ewig. Wenn wir uns das Ergebnis jetzt mal anschauen von vorher und nachher. Das hier ist mit dem alten Photoshop und das ist mit dem neuen Photoshop. Wenn ich einfach automatisch füllen drücke, ist ein großer Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben auch ganz viel Kacke gemacht und Frisuren geändert und Bilder, alternative Styles von Bildern gemacht. Da kommt bestimmt auch noch mehr und wenn ich mal was Lustiges entdecke, werde ich es auch hier posten. So, dann noch die dritte Sache, die ich öfters mal verwende. Das ist einfach die Möglichkeit, Bilder noch mit KI zu verbessern und zwar in meinem Fall einfach zu vergrößern, weil ich manchmal Bilder vektorisieren will. Ich will Bilder größer machen, ich will Bilder auf einer riesigen Leinwand drucken lassen und ich habe das Foto nun mal nicht in einer groß genug Auflösung. Dann nutze ich halt Tools, die mir das Bild vergrößern. Und ich finde auch, es gibt gerade bessere Tools als Photoshop selber, also mit der klassischen Photoshop-Vergrößerung. Ich habe das auch schon getestet, das hat ganz gut funktioniert. Hier gibt es eben die Möglichkeit, auf verschiedenen Größen zu skalieren. Habe ich auch schon testen lassen und wurde dann auch von einem Drucker angenommen. Ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was so der Unterschied ist, wenn man ein Bild mit AI groß skaliert, beziehungsweise wenn nicht. Also wenn ich mir jetzt hier mal so angucke, das hier ist mein Original und das hier ist das größer skaliert. Ich finde das schon echt ein guter erkennbarer Unterschied und ich kann hier natürlich viel besser damit arbeiten als hier mit der verpixelten Version. Um nochmal die Sachen zusammenzufassen, die ich nutze am allermeisten die Lightroom KI-Masken. Dann nutze ich Photoshop, die Photoshop-Beta-Version, um Bilder einfach zu erweitern, wenn ich einfach nicht genug Inhalt habe, was viel einfacher ist als das oder viel besser funktioniert als das automatische Füllen. Und die dritte Sache, die ich auch noch richtig oft benutze, ist das Upscalen von Bildern, also größer machen von Bildern, einfach wenn ich die vektorisieren will oder wenn ich die für irgendwas anderes brauche. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anbieter, die das anbieten. Photoshop kann ja auch Bilder größer machen, aber ich fand das noch nicht so cool und vielleicht kommt da ja noch was oder kommt was Besseres oder ich habe es noch nicht mitbekommen, kann auch sein. Ein paar andere Sachen, die ich noch nutze, die aber nicht unbedingt im Fotobereich sind, ist zum Beispiel das Transkribieren von Videos und dann nehme ich den Text und mache mir da einfach coole Hashtags raus oder coole Buzzwords raus für Social Media. Das kann ich auch noch empfehlen. Das mache ich relativ oft und ich arbeite natürlich wie alle anderen und die ganzen Studis auch relativ viel mit ChatGPT. Also ich schreibe einfach rein, was ich gerade mache und gucke mal so, was da so für Inspiration zurückkommt. Also wenn ich gerade irgendwas plane oder sonst irgendwie was für Tipps. Damit arbeite ich auch relativ viel. Das ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz im Alltag einer Fotografin und zwar von mir. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Macht euch nicht verrückt. Habt einfach Spaß, die coolen Sachen auszuprobieren. Ich werde auf jeden Fall noch so eine Art Foto-Composing machen. Einfach auch mal mit den Fotos, die ich schon gemacht habe. Und mal gucken, was man da noch Cooles anstellen kann. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin ehrlich gesagt super begeistert von den ganzen Entwicklungen. Natürlich kann es auch den einen oder anderen negativen Effekt geben. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.